Ich weiß manchmal gar nicht, was ich sagen soll, vor allem bei den wunderschönen Titeln. Ja, ein Dino muss halt kacken. So. Wir werden jetzt, denke ich mal, erfahren, wie er es macht, warum er es macht und warum wir uns das angucken. 6 Meter. So groß war der Kacke im Haufen. Zumindest Mama und Mama. Die Babys hatten eher Saurier-Größe. Hat sich der blutrünstige Raubsaurier tatsächlich liebevoll um seine Kinder gekümmert? Nee. Forscher vermuten das nicht. Ich glaube, die Raubsaurier sind die Vorfahren von Schwiegermütter. Ich habe mal bei einer Studie mitgemacht, die habe ich selber erstellt. Und ich war der einzige Teilnehmer. Und ich habe herausgefunden, dass die Vorfahren genetisch bedingt die meisten Schwiegermütter, also die ich so kenne, Vorfahren von Raubsauriern, gut, von Affen eigentlich auch, ne? Jo, ne? Ich such mal gleich mal ein Grab aus, du. Aber genau, weiß man es. Sass. Sass. Und wenn die mal nicht vom Himmel gefallen sind gefallen vom Himmel. Und wahrscheinlich waren die Tyrannosaurier Jäger und Jäger. Hier versuchen sie gerade ein paar Triceraptoren zu verteidigen. Doch die wussten sich zu verteidigen. Auch der größte Saurier musste mal kacken. Viele Millionen Jahre später haben Forscher die versteinerte T-Rex-Kacke gefunden. In dem Haufen war nur Kacke. Boah, danke für die Information. Ist das bescheuert, ey? Boah, ich höre was. Das ist mein Magen. Oh Gott, ich hab wirklich Angst. Boah, so hört sich immer mein Magen an, ne? Kennt ihr das? Ihr habt eigentlich gegessen, ne? Ihr müsst zum Arzt oder müsst zu irgendeinem Termin. Totenstille und euer Magen. So unangenehm. Das ist mir immer so unangenehm. Ich will in Erdboden versinken. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Ne, dann kommen dann so Sprüche von wegen, ja, kriegst du nichts zu essen oder hier brauchst du mal einen Euro, dass du endlich mal was zu essen bekommst, so. Nee, ich kann nur nichts, aber ich hab Dauerhunger, Mann. Ich bin, guck mal, wie abgemagert ich bin. Ich wieg doch nur noch 100 Kilo, Mann. Das gebe ich jetzt mal um. Oh. Ich bin gerade wirklich erschrocken. Ich bin echt erschrocken. Das glaube ich. Haben da manchmal ja, Zuschauer. Das kenne ich. Meine Freundin und viele andere Verwandte, Bekannte, Freunde erschrecken sich auch immer, wenn die mich sehen. Ne? Ich weiß nicht wieso. Ein bisschen Angst? Passiert das? Wie war das denn bei dir, als du den das erste Mal gesehen hast? So? Ja, ne? Also, Diagnose. Ist halt da, ne? Also sollte man zum Arzt gehen. Wie war das denn bei dir, als du den das erste Mal gesehen hast? So? Ein riesiger Schreck. Und vor etwa 2 Jahren entwickelten sich die ersten Dinosaurier. Die beherrschten die Erde für 145 Millionen Jahre. Alle Arten, die wir heute kennen, lebten. Yeah, no shit, Sherlock! Der Saurier zum Beispiel ist dem Triceraptoren, der etwa 20 Millionen Jahre später lebte, nie begegnet. Ja, ich würde auch gerne Schwiegermütter und so andere Menschen nie begegnen. Warum muss ich das? Warum haben die da so eine Zeitspanne von 20 Millionen Jahren und die haben Glück gehabt? Warum habe ich nie mal Glück? Warum muss ich Menschen begegnen oder Lebensform begegnen, ne? Wollen ja nie alle gleich als Mensch darstellen, die ich nicht sehen will, ne? Ja. Die haben Glück. Die haben Glück. Ich hab immer Pech. Immer. Immer. Naja. Dann machst du nix. Forscher unterscheiden 3 verschiedene Typen von Sauriern, die sich getrennt entwickelt haben. Nur die an Land nennt man Meeressaurier. Die anderen heißen Dinosaurier. Und Flugsaurier. Vor etwa 5 Millionen Jahren sind sie alle von der Erde verschwunden. Magic.
Die meisten Forscher glauben, dass ein Meteorit aus dem All die Ursache dafür ist, Mensch, die Erde boah, getroffen das hat. Ja. Wer die unglaubliche Explosion des Einschlags überlebt. Ich stell mir das gerade so vor, wir Menschen werden ausgelöscht. Wegen, was weiß ich, weil wir uns selber vielleicht auslöschen. Und irgendwann fragt dann so ein kleiner Bubele, Nachkriegsgeschichte oder nach der Apokalypse, ne, was denn passiert? Und der Vater so, Magic. Ja, kann man nichts zu sagen, ne? Lebte, überlebte, des Einschlags Ja, also ich muss wirklich sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass ich relativ wenig über Kacke. Ja, so, my friends, da bin ich wieder, es hat gebimmelbommelt. Und ja, aber es muss einfach nochmal sein. Also bitte, bitte, bitte unbedingt das Originalvideo angucken. Lasst Liebe da, lasst Kommentare da, lasst Watchtime da, wenn es euch gefallen hat. Und ich würde mich mega freuen, wenn ihr beim nächsten Mal einschalten würdet. Haut rein und tschüss.